Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich draus mache. Mache ich eine Folge Ramses Kitchen draus? Mache ich eine Folge Ramses Hate Blog in Bezug auf das eigentliche Thema zu nehmen? Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde einfach beides machen. Ich fange mit einer Ramses Kitchen Folge an und die geht dann in eine Ramses Hate Blog Folge über, aber ist trotzdem getrennt, wird separat hochgeladen, denn ich habe Post bekommen. Fanpost vom Thomas Samaschke. Wer Pokémon immer verfolgt, dem wird der Begriff, der Name Thomas Samaschke schon öfters untergekommen sein. Der Begriff Thomas. der ist ja öfters auch in der Raider-Mittwoch-Folge dabei oder so. Mit irgendwelchen Fängen und irgendwelchen Sachen, die gut sind. Jetzt letztens war ein Post auf Facebook und er hatte irgendwie so eine Dose Corona extra Bier drunter gepostet. Und ich habe ihm dann auch gesagt, ich kenne das gar nicht. Ich kenne Corona wirklich nur aus Flaschen. Ich habe das noch nie in Dosen gesehen. Ist mir ganz neu. Und er hat mich direkt privat auch gefragt, wie es aussieht, ob er mir eine schicken soll. Macht er natürlich gerne. Und er hat ja aus dem Real gehabt oder irgendwo. Real ist bei uns halt jetzt nicht um die Ecke. Da müsst ihr nach Coburg fahren, nach was weiß ich wohin. 40, 50 Kilometer. Dann gibt's ein Real. Ich habe das, wie gesagt, noch nicht gesehen. Er hat gesagt, er kümmert sich drum. Er schickt mir mal eine Dose. Ich habe gesagt, cool. Sehr cool. Coole Sache. Ich mache auf jeden Fall dann eine Folge Ramses Kitchen darüber und teste das Corona-Bier aus der Dose. Extra als Spezialfolge für ihn. Jetzt hat er mir das also dann geschickt. Hat das fertig gemacht, vorbereitet, losgeschickt, im Paket, Paketschein dabei, Sendungsnummer. Jetzt hat es ein paar Tage gedauert, jetzt kam es aber an. Jetzt sehe ich auch, woher der Werdeherr kommt und habe seine Adresse. 5 Euro und ich leake die Adresse, Bruder. Und er leakt meine, aber für 10 Euro leake ich sie selber. Also spendet mir jetzt, dann... Ach, eigentlich ist das eh alles egal. Ich kann mir ja mal ein Postfach einrichten, falls mir andere Leute auch was schicken wollen. Eine tote Maus oder so im Paket, die ich dann teste. Nach wie vielen Tagen die... Egal, vergesst einfach alles, was ich gesagt habe. Wir wollen das jetzt mal aufmachen. Beziehungsweise das Lustige war, er hat das dann losgeschickt. Ich war dann mit Pupsi unterwegs. Wir waren im Netto. Und im Netto im Regal stand dann plötzlich Corona Extra in der Dose. Weil das in dieser Woche in der Werbung war auf einmal. Noch nie in Dosen gesehen, er im Real und plötzlich steht es bei uns im Netto, aber da hat es schon losgeschickt. Ist jetzt aber nicht schlimm, trotzdem, coole Sache auf jeden Fall vom Thomas Samaschke. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier aufmachen soll, ohne dass ich mir irgendwas Wichtiges abschneide. Ich gehe einfach mal überall in die Ecken rein, ne? Die krassen YouTuber haben ja immer das größte Messer der Welt. Ich nehme einfach so ein altes Buttermesser von meinem Elternhaushalt. Habe ich mir stibitzt, dass ich mir hier... Ich esse ja keine Butter. Wozu brauche ich das eigentlich? Um Pakete aufzumachen, genau. Wir schlitzen einfach mal überall rein, wo es geht. Und hoffen, dass es dann irgendwo auf ist. Oh mein Gott. Ich trenne einfach das Paket durch und schneide die Pappe mit auf. Wir können es auf jeden Fall hier schon aufschieben. Und wenn wir es hier aufschieben können... Ich erkenne einfach nichts, wie das zugemacht ist. Ich glaube, ich muss das hier oben noch machen. Ich muss hier oben irgendwie raus. Oha, genau. So muss das sein. Ihr müsst hier oben raus, dass ihr das dann nach da auftrennen könnt. Glaube ich. Gut, jetzt sieht es nicht mehr so aus. Jetzt ist es wahrscheinlich doch der Karton, den ich gerade kaputt mache. Wir machen das auch mal auf der Seite. Schön in meine Richtung. Nicht in Adis Richtung, jetzt geht das Messer hier komplett unten durch. Adi, was machst du da? Geh weg, das ist gefährlich. Jetzt haben wir es auf. Das schöne Thomas Samaschke Paket. Wir gucken mal rein, was da los ist. Hier haben wir Zeitung, wunderbar. Noch mehr Zeitung, noch mehr Zeitung. Ist, glaube ich, sogar ein Realprospekt. Das schmeißen wir alles hier hin. Das ist ein Frecker, der nimmt gleich das Papier in den Mund und haut ab. Adi. Was ist denn? Das ist doch nur Papier. Papier. Ja, dann nimm's halt, hau ab, ist doch gut. Ich sag doch schon gar nichts weiter. Dass der immer anfängt zu knurren bei Zeitungspapier.
Ich meine, bei dieser Alufolie da von Imbisszeugs kann ich ja verstehen. Die riecht ja gut, schmeckt gut, wunderbar. Esst ja auch immer Alufolie. Jetzt haben wir es hier aber, das gute Corona Extra Bier aus der Dose, gebraut unter Lizenz von Cerveceria Modelo Este RLDCV Mexico. Bier 0,33%. Das ist sehr gut. Ich bin nämlich gerade am Drehen von meinen 7 Tage 7 Döner Folge. Und da darf ich am Tag nur einen Döner essen und sonst nichts. Und da ist gut, wenn man noch ein bisschen Nahrung zu sich nimmt in Form von Corona Extra Bier. Das machen wir jetzt mal auf. Probieren das mal. Ich glaube, das ist eh rumgeschüttelt. Wie viel hat das eigentlich? 4,5%. Habt ihr auch schon mal das Corona Bier probiert? Habt ihr schon mal das Corona Bier extra aus der Dose probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir spritzen mal kurz. Na, klar, dass da der ganze Schaum rauskommt. Ich hab's doch gewusst. Wir nehmen mal einen kräftigen Hieb, gucken mal, was das kann. Ist ja eigentlich eine teure Marke, glaube ich. Ich glaube, der Mirko hat immer Corona-Bier getrunken, im Sixpack gleich los, 100 Euro bezahlt für einen Sixpack und hat immer nur Corona getrunken. Nom. Ja, okay. Dafür, dass es eigentlich immer so teuer ist, hätte ich da jetzt mehr erwartet. Ist halt auch nur ein Bier aus der Dose. Da kann ich auch 5 Nuller trinken. Da habe ich mehr Bier in der Dose für weniger Geld. Aber das ist halt wieder den Namen, den ihr bezahlt, die Marke. Es muss nicht immer das teuerste sein. Merkt euch das. Nee, ich glaube, ich war ein bisschen voreilig, also beim zweiten Hieb. Es ist auf jeden Fall nicht bitter. Es gibt ja Biere, die trinkt ihr, ihr nehmt einen Schluck und euch zieht sich die ganze Visage zusammen, weil das so bitter ist und komisch schmeckt. Ihr seid froh, wenn es einfach weg ist. Das kann man, glaube ich, auch in kleinen Schlücken genießen. Ist sogar noch gekühlt, weil das Paket einfach draußen in der Kälte rumgesackt ist. Hat eigentlich eine leichte Note. Ich will nicht sagen wässrig, aber Corona Extra verkörpert den mexikanischen Lebensstil. Es ist weltweit bekannt durch seine hohe Qualität, typisch goldene Farbe und einzigartigen Geschmack. Genieße es eiskalt mit einer Scheibe Limette und hole dir die Sonne Mexikos nach Hause. Eine Scheibe Limette, ja? Als ich gestern meinen Döner gefressen habe, war da eine Scheibe Zitrone drin mit Schale. Müsste ich also, hätte ich zum Döner dazu trinken sollen, dann wäre das perfekt gewesen. Das seht ihr aber, wenn die 7 Tage 7 Döner Folge online kommt. Wir genießen jetzt den Rest von dem Corona. Müssen uns aber umwandeln, denn gleich ziehen wir das T-Shirt aus. Gleich setzen wir die Maske auf, nehmen die Brille ab. Ich kann mich ja schon mal vorbereiten hier. Da kommt nämlich hier das T-Shirt weg. Der Zopf wird aufgemacht, die Brille kommt ab. Ramses Hate-Blog startet gleich in die nächste Folge. Und so sieht das eigentlich normal aus, aber gleich wird der Bildschirm auch noch schwarz-weiß und dann werden ernste Themen angesprochen, was mir nämlich richtig auf den Sack geht beim Thema Corona. Und das erfahrt ihr gleich in der neuen Folge Ramses Hate-Blog. Aber das war's von Ramses Kitchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Grüße gehen raus an Thomas Samaschke. Danke dafür. Danke für das Corona. Danke für die Fanpost. Richtig coole Sache. Macht auch nicht jeder. Und ich habe mich gefreut auf jeden Fall. Bevor ich mir Corona kaufe, trinke ich lieber eins vom Thomas. Ne? Da schmeckt das einfach noch besser, weil das hat die persönliche Note noch dabei. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns bei Ramses Hate-Blog über das Thema Corona. Bruder, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich habe das schon 100 Mal jetzt gesagt. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.